Hallo Leute, ich gehe jetzt mal von der Lochrasterplatine vom PLL-Sender auf eine richtige Platine wegen PLL-Sender. Ich habe hier den Pick auf dem EC-Sockel gesteckt und dann den LM7001 PLL-Chip. Hier am vorletzten Pin da habe ich eine Leuchtdiode auf Plus. Pick hat einen Quarz, klar, und die Leitung in die Quarzleitung und die sind mit dem verbunden. Ich glaube, den Schaltplan hatte ich schon. Hier zwischen Plus und Minus Versorgungsspannung von den LM, einen 10N-Kondensator, dann hier die 1 Kiloohm Widerstand und der Kondensator auf Minus, ist ein Schleifenfilter, und dazu kommt noch ein Kondensator auf Plus, das sind 2,2 μF. Und ich habe hier jetzt hier den Ausgangspin mit der Regelspannung von 0 bis 5 Volt. Und hier ist der Eingangspin für die Frequenz. Das heißt, in den PLL-Chip kommt hier die Frequenz rein und da dann die Spannung für die Kapazitätsdiode wieder raus. Ansonsten die drei Taster an den Pick wieder angeschlossen, das Display an den Pick angeschlossen, die beiden Widerstände sind für den Taster, die zwei Widerstände sind für das Display, Display-Kontrast. Der gelötete Aufbau ist, denke ich, viel zuverlässiger. Zumindest startet das Teil jedes Mal, wenn ich hier Minus und hier plus 5 Volt anlege, dann würde ich sagen, dann lege ich einfach mal Spannung an und zeige auch, wie man den PLLs, den LM7001, wie man die Kommunikation zwischen dem Pick und den LM7001 ganz einfach testen kann. Da habe ich nämlich einfach eine Leuchtdiode von dem Pin hier auf plus gelötet, also vom vorletzten oberen Pin. Vorletzter untere Pin ist ja Frequenzeingang. Ne, das ist der vorvorletzte Pin, das ist wieder der dritte, 1, 2, der dritte von hier, das wird der Frequenzeingang für hohe Frequenzen. Und der zweite von oben ist einfach nur ein Ausgang, da kann man eine Leuchtdiode anschließen oder auch was schalten. Genauso wie die beiden, das wären eigentlich auch nur Schaltausgänge, wenn man vorhat, irgendwelche anderen Sachen noch zu schalten, dann braucht man die, aber so für die PLL-Regelung braucht man die nicht. Gut, dann hänge ich das mal an Strom ran. So, jetzt habe ich da mal 5 Volt angelegt, und zwar hier 5 Volt Minus, da oben 5 Volt Plus, und hier steht schon mal, ja, EF-Lose 0,786. So, das wären die Plus- und Minus-Tasten. Ja, es hat geblinkt, das sollte es eigentlich nicht. Also wenn ich hier auf Minus gehe oder auf Plus gehe, dann kann ich hier die Frequenz einstellen. Das sollte eigentlich nicht blinken, das sollte man hin und her schalten können. Warum das geblinkt hat, vielleicht stellt die Kamera oder was rein. Mal gucken. Wir gehen jetzt mal auf Banddata und stellen das mal auf 8 um. Dann muss es blinken. Auf 7 blinkt es nicht. Auf 6 leuchtet es. So, 7, 8. Da kann man checken, ob die Kommunikation funktioniert. Auf 6 leuchtet es. 5 muss es aus sein. 4 leuchten. 3 aus. 2 leuchten. 1 und 0 bleibt es aus. Und alles bis 15 blinkt es. Also 2 ein, 3 aus, 4 ein, 5 aus, 6 ein, 7 aus und 8 blinkt. Ja, das Blinken ist von Quarz abgeleitet, das heißt, bedeutet, dass der auf jeden Fall getaktet wird, einen Takt bekommt und dass die Kommunikation zwischen Pick und dem Chip funktioniert. Ja. Jetzt bräuchte man nur noch einen Oszillator anhängen. Ein Pin ist der Regelspannungsausgang 0 bis 5 Volt und der andere Pin, da muss die Oszillatorfrequenz hier rein. Und dann kann der PLL-Chip hier die Frequenz vergleichen und nachregeln. Und eingestellt oder kontrolliert wieder vom Mikrocontroller. Am Mikrocontroller ist einfach ein Display dran. So, von der Schaltung her ist ziemlich einfach. Also man hat nicht mal so viele Bauteile. Jetzt fehlt nur noch der Oszillator. Den hätte ich hier drauf, den Oszillator. Gut, das wäre noch ein Festspannungsregler, 5 Volt. Weil ich den Oszillator mit auch mit ein bisschen mehr Spannung betrieben hatte. Also nur noch ein Oszillator mit Kapazitätsdiode. Und ja, das wäre ein Kondensator zur Feedback rüber. Und Widerstand zur Kapazitätsdiode, da wo der Chip die Spannung anlegt. Und dann müsste das funktionieren. Ja. Und als Kontrolle, Banddata 8 muss es blinken, Banddata 7 nicht. 7 lasse ich Standard eingestellt, dann Anzeige mal 1 und so kann man dann alles genau einstellen. Einen Frequenzzähler haben wir auch, der geht aber nur bis 16 MHz. Also wenn ich einen Frequenzzähler einschalte, hier,
also ist es denn, wenn man den Frequenzzähler einschalten würde, dann könnte ich bis 16 MHz noch mit den Pixeln, wo ich dann noch einen Frequenzzähler-Programm reingeschrieben habe, dass die Frequenz im Display anzeigt. Tonsend, das ist wieder was anderes, was ich mal, irgendwann mal gemacht habe. Ja, das war's dann. Erstmal, und ich guck mal, was für ein Oszillator ich da am besten aufbaue, was da am stabilsten geht.